So, liebe Leute, jetzt mir gehen bei einem weiteren Let's Play, nämlich Minecraft. Seht ihr ja schon an der Grafik. So, also, wir waren jetzt da eigentlich, glaube ich, wir waren jetzt gerade dabei, durch die Tür zu gehen. Egal, wir wollten jetzt doch eigentlich mal diese Brücke fertig bauen. Genau, ich würde einfach sagen, wir machen das jetzt auch. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Genau dafür. Schau mal, wie viel Sand haben wir noch. Und ich habe meinen Skin, wollte ich auch mal sagen. Das ist mein Skin. Ja, ist ganz lustig. Gut. So, jetzt da. Wir brauchen. Schauen wir mal Sand, weil das ist mir jetzt ein bisschen zu dumm geworden. Ach, das ist kacke jetzt. Ich bräuchte nämlich ein bisschen mehr Sand. Na, so. Ich bräuchte nämlich Sand. Ist da was drin? Ah ja, genau. Eisenbahnen kann ich auch mal gebrauchen. Tun wir mal da oben rein. Ich weiß, die können jetzt da woanders schneiden, aber ist mir das eigentlich egal. So. Wir gehen jetzt da einmal, genau, Sandkloppen. Sandkloppen müssen wir jetzt da. Und mein nächstes Projekt, wo muss ich lang? Wird jetzt das sein, dass ich mir ein Kolosseum baue. Genau, ich hätte vor, ein Kolosseum zu bauen. Eigentlich aus dem Grund, dass es eigentlich gar keinen gibt. Einfach mal so als kleine, ja, Challenge will ich nicht sagen. Also einfach, weil ich Bock habe, deswegen mache ich es. Nein, wir bauen jetzt einfach einen Tempel. Zuerst machen wir natürlich hier das alles fertig. Die Brücke machen wir natürlich alles noch fertig. Und dann wollte ich einen großen Palast machen. Also einen Götterpalast. Und ich habe das ja auch wie beim Gronkh in der Kopie alles schon vorbereitet. So dass ich genau weiß, was ich da jetzt da genau zu tun habe. So, so rum. Und ich hätte mir gedacht, dass ich das da am Anfang mit so Statuen mache. Wo halt solche große Götterbildnisse sind von, keine Ahnung, mir frei ausgedacht Leuten. Und ja, dann so Sprinkelbrunnen und weiß Gott was alles. Also wir würden, oder ich baue eine, nein, das will ich jetzt nicht. So. Wo kommt das her? Komisch. Dass das auch dadurch kann. Egal. Ja, mit so großem Eingang und weiß Gott was noch alles. Oder wir bauen eine Pyramide. Das wäre es dann auch mal eine Idee, dass wir eine Pyramide bauen. Mal, ich weiß es gerade selber noch nicht so richtig, was ich jetzt da eigentlich bauen will, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erst einmal unseren Göttertempel und dann könnte man ja mal eine Pyramide bauen. Da bräuchte man natürlich auch ganz, ja, das ist jetzt egal, ganz viel Sandstone. Das wäre dann mal das, was wir als nächstes bräuchten. Jetzt brauchen wir jetzt sowieso, aber dann für den großen Palast, weil ich wollte das alles in so einer Sanddünen-Optik machen. Schaut bestimmt nicht schlecht aus. Gut. Haben wir noch eine Schaufel? Scheiße, nein. Müssen wir uns kurz eine holen. Machen wir mal drei Stück vor. Das wird dann bestimmt halten. Gut. Schodala. Gehen wir in die gute Stube rein. Dann nehmen wir gleich mal die Eisenbahnen. Stiggys haben wir ja. Stiggy Beaston. Dann drei Stück würden ja wohl reichen. So. Sehr schön. Haben wir wieder. Ich mag es überhaupt nicht. Haben wir wieder ein bisschen Vorrat jetzt da. Na. Das ist immer so ein kleines Hin und Her. Dass man dann mal durch die ganzen
Geäsch, die kommt. Ah, oh, das sind drei Stück. Jetzt machen wir das ganze Inventar voll und dann... Da haben wir es dann doch schon ein bisschen was zu tun. Schon. Und was ich überlege mal den ganzen Tag immer so während der Schulstunden, was ich da alles in meinem Minecraft bauen könnte. Und da ist mir mal eingefallen, eine Sternwarte. Die ist mir auch mal eingefallen. Und wo wir gerade bei dem Thema Sternwarte sind, diese riesigen Teleskope. Weil ich habe da mal so eine Dokumentation gesehen, die können da, weiß gerade wie viele Millionen oder Tausende, Hunderttausende Lichtjahre in die Zukunft schauen, sage ich es einfach mal. Und da haben sie so ein ganz, ganz kleines, mickriges Universum gefunden. Das, oh Gott, das hat irgendwas mit 51. So heißt es irgendwie mit 51. Auf jeden Fall, das ist Tausende, aber Tausende, Hunderttausende von Lichtjahre weg. Und die schaffen das mit so einem riesigen Teleskop. Also, müsst ihr mal, euch mal anschauen. In Amerika, in Texas, also in... Da würde ich jetzt nicht runtergehen. Bitte nicht. Okay, da geht's noch lang. Nein, scheiße. Okay, dann... Warte mal kurz. Gibt's da irgendwelche Gesteine, die ich brauche? Nein. Gut, dann können wir uns das einmal hochbauen. Juhu, können wir unsere ganze Steine wieder verbrauchen. Ja. So, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Ich finde es halt so faszinierend, wie weit die da in die Zukunft blicken, sage ich es einfach mal. Das ist wirklich einfach nur genial. Weh, oh weh. Und die haben da ja riesige Anlagen, also so einen ganzen Solarpark voller solchen riesigen Satellitenschüsseln, mit denen die da ins Weltall blicken können. Da habe ich ja die Reportage gesehen. Und die ganzen Teleskope, die arbeiten zusammen. Also die arbeiten wie so ein riesengroßes Netzwerk. Also das ist wirklich sehr cool. Ja, also das ist echt... wirklich, wirklich heftig. Aber wie sieht auch das Ganze in den von 80er Jahren, das gehen wir mal vom PC alles aus. Vor, sage ich jetzt mal, 20 Jahren, wo die ganzen PC und die Festplatten so rauskommen sind. Da habe ich mal gelesen, oder gehört, dass so Festplatten mit es aufpassen, 200 Megabyte. 200 Megabyte, also im fünften Gigabyte. Ein Fünftel Gigabyte. Und jetzt reden wir schon mit 3 Terabyte und weiß Gott was. Ja, ein Terabyte sind 1000 Gigabyte. Und oh, also wie sich das alles entwickelt hat. Und ich habe es ja mal meine Spielesammlung durchgeschaut. Und da habe ich ein Spiel von 2000 gefunden. Vom Jahr 2000. Und die Systemanforderung war 250 Megahertz. Megahertz, müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt haben wir, keine Ahnung, 3200 Megahertz. Also, das ist wirklich unvorstellbar. Was ist jetzt da alles schon in der geraumen Zeit, sage ich jetzt einfach mal, wie sich das alles verändert hat. Das ist wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist einfach wirklich cool. Nee, ich finde das wirklich heftig. So, also. Wir haben da jetzt da so einen kleinen Staudamm errichtet. Weißt du was? Ich baue das jetzt da von da oben ab. Scheiße. So, versuchen wir es mal nochmal. Machen wir hier mal so ein kleines Jump'n'Run-Spiel. Und was es auch läuft, vielleicht, wenn ihr es ja mitgekriegt habt, die Minecom läuft. Das, da ist ja so ein Livestream, also auch wirklich zum Empfehlen. Ist eigentlich ganz lustig. Na, nehmen wir die Schaufel wieder. Da will ich jetzt nicht runter. So. Die Minecom-Convention läuft und ist eigentlich ganz lustig, die ist ja dieses Mal in Paris.
Ja, und könnt einfach mal vorbeischauen, den Link, wenn du da einfach draufklickt. Von der ganz normalen Minecraft Webpage ist, glaube ich, auch. Und wenn ihr in den Browser da reingeht, also wenn ihr das Spiel starten wollt, ist der auch drin. Einfach draufklicken auf das Bild mit dem total hässlichen Mann, der den Bart da hat oder den Jesus Christ Bart. So. Ja, das wird mir jetzt auch nicht viel bringen. So, oh, das war jetzt auch ein bisschen knapp. Da habe ich auch ein bisschen mehr Glück als Verstand gehabt. Das habe ich ja auch öfters. So. Gut. Wir haben noch wie viele Minuten? Ah, 4 Minuten. So schnell vergeht die Zeit. Sieh an, sieh an. So. Wir haben jetzt da schon ein bisschen Sandy. Sandy, Sandy. So. Jetzt machen wir da einfach nur die 64 voll und dann war's das. Dann machen wir uns Sandsteine, machen die Brücke zu Ende und dann schauen wir mal. Nein, nein, nein. So, gut. Na, so. Gut. Hab ich jetzt schon noch 5 Stück? 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Der eine zu viel. Wie eine ganze Nation den Bach runterging wegen einem einzigen Sandstein. Oh, der Weltuntergang. Nein. Okay. Gehen mal kurz in unser Crafting Table. Dann haben wir da unsere ganzen Sandys. So, Sandstein. Oh Gott. Na der Ernst. Oh Gott. Es ist ja. Oh Gott. Oh Gott. Ach so. Ach Gott. Der Sandstein, genau. Da haben wir jetzt wieder den Sand. Ja, egal. Eins, drei, vier. Oh Gott, Gott, Gott. The world is ill. Gut, haben wir es bald. Sehr schön. Jetzt haben wir auch die 64. 2 64er Stacks. Passt ja. Gut. Und wir bauen jetzt einfach uns zu der Insel hin. Oh Gott. Nein. Nein! Sandstone! Ich schaff's. Wie viel sind denn das? 1, 2, 3. Gut. 1, 2, 3. So. Ich hätte es dann so gemacht. Ah, das ist ja mal total kacke. So, dass ich das jetzt da einfach. So, dass ich das jetzt so hinterbaue und dann einfach mit dem Sand da überziehe. Als es dann genauso ausschaut. Bloß ich verbrauche halt viel, viel weniger. Und da habe ich dann theoretisch so einen Staudamm. Ist also egal. Ah, Gott, springen wir ins Wasser. So. Der Sprung ins kalte Wasser, wir haben ihn gewagt. So. Dup, dup, dup. Dup, dup, dup. Von wo aus geht das ist da, sag mal einfach mal von hier. So. Das war jetzt irgendwie kacke. So vieles wie ich mache.
So, okay.